Herzlich willkommen zu Aushalten, nicht lachen. In der Tag Team Edition. Wir spielen jeweils zu zweit mit unserem Spaßpartner. Ich spiele mit Sir Mark Oliver Schulz. Wer hat sich den Scheißgag ausgedacht? Und Lachlegende Matthias Schweighöfer. Gespielt wird exakt eine Stunde. Wer lacht, bekommt einen Minuspunkt. Wir haben einen negativen Joker noch jetzt dabei. Herzlich willkommen, hier ist Nora Tschirner. Hey! Hab ein gutes Gefühl. Lasset die Spiele beginnen. Man darf die nicht unterschätzen. Die sind manchmal, sind die wirklich, selbst für die einfachsten Zusammenhänge, zu blöd. Ja. Ja, die Schwachstellen beim anderen Team sind natürlich erstens die Größe von Klaas. Und nicht über was wir lachen, sondern ach so, nee. Ach so, also nee, das, sondern wo man die kriegen kann. Ach, die Schwachstellen, ja, das ist ja richtig. Ich glaube, in Klaas Vergangenheit zu kramen, ist immer ein Witz wert. Ja, absolut. Ne? Absolut. Puh, Matthias, kannst du dich ein bisschen kleiner machen? Ja, pass auf. So vom Kreuz her. Geht es so? Ja, das ist schwierig. Du willst es fast so? Ja, sehr, sehr schön. Ich muss jetzt schon lachen. Hey Klaas. Hey Olli, hi. Was machst denn du? Du, ich hab jetzt gerade gar keine Zeit. Ich muss noch ein paar Sachen packen. Das sind die letzten beiden Kisten hier. Wenn ich das fertig habe, die Möbelpacker kommen gleich. Soll ich irgendwie einen Tee machen oder irgendwas? Hast du Bock, was zu trinken? Nee, wirklich jetzt. Ich bin jetzt einmal gerade in Fahrt. So. Ich möchte das jetzt gerne einmal schnell fertig machen. Na klar, und dann, logisch. Und dann können wir gerne noch irgendwas. Ach, so, sind die vor der Tür oder was? Ja, hol die mal rein. Hol mal die Möbelpacker. Ja, okay, ja, ah, hier sind die Möbelpacker. Die Möbelpacker, ja, lass sie rein einfach. Da. Ach ja, gut, dass Sie da sind. Können Sie in der Küche warten, bitte? Ja, dann warte ich hier mit dem. Warte mal ganz kurz. Muss hier noch was weggepackt werden? Jetzt pass auf, die haben es schwer zu schleppen, die Jungs hier warten. Streich dich mal den Händlerin, Matthias. Scheiße, ey, die haben heute echt gute Sachen. Warum haben die denn so gute Sachen? Ja. Ja, dann noch. Kommst du wieder zu uns? Komm ich wieder zu euch. Nora, bitte reiß dich mal zusammen. Ich reiß mich total zusammen. Ich lach nicht. Denk mal was Trauriges, als ich die Tour abgebrochen habe. Na, dann muss ich immer lachen. Ich lach nicht. Ich lach nicht. Entschuldigung, junger Mann, hätten Sie vielleicht Senf für mich? Senf? Ja, klar. Nehmen Sie ihn. Darf ich? Ja. Okay. Gut. Das ist so billig. Das ist so billig. Das ist so billig. Danke. Gerne. Guten Appetit. Ihr könnt nach Hause fahren. Ihr könnt nach Hause fahren. Mega unlustig, ganz ehrlich. Ich kenne außerdem so viele Frauen, die Senf in den Titten haben. Da kann man mich jetzt wirklich nicht mehr mit beeindrucken. Was hat denn noch? Leute, ganz ehrlich, ihr wisst, ich bin auf eurer Seite immer so. Ja, aber wir sind wegen Titten, Senf. Kannst du, guck mal, also ich meine. Soll ich nochmal drauf drücken? Achtung. Das ist mega gut, wirklich. Also, der funktioniert immer noch, der Gag. Guck. Achtung. Ja, jetzt über den Namen ist es schon ziemlich lustig. Man kann's doch auch. Wenn ich mit Titten umhänge, denken die Leute, das war Überwindung für ihn. Wenn Joko das macht, ist es halt normal. Und so ist es eben auch dann in dem Fall. Also wenn ich mit Titten umhänge, finde ich, geht's noch. Also sitzt doch wieder irgendeiner und spielt. Papa, was machst du denn da eigentlich? Ich schaue hier nach einer netten Frau. Ha? Na ja, du weißt du doch, seit die Mama nicht mehr ist, da fühlen wir uns doch ganz schön allein hier zu Hause. Ne? Ja, ohne Mama ist das ganz schön einsam geworden, ja, jetzt. Weil du auch so wenig mit mir spielst. Scheiße!
noch weiter gucken. Ja, hör mal auf zu lachen. Okay, Entschuldigung, okay, weiter. Okay, weiter. Ja, genau deswegen geht der Papi jetzt mal auf die Suche nach einer Frau, die uns beide ganz doll lieb hat. Oh ja, eine neue Mama oder so. Und deswegen gebe ich jetzt hier sowas, das nennt man eine Kontaktanzeige, gebe ich jetzt auf, mal in der Zeitung. Ja. Und da habe ich jemanden Text geschrieben, der, glaube ich, für uns beide alles hat, was wir so uns wünschen. Eine neue Mama für uns. Pass mal auf, Olli, hör mal zu. Guck mal hier, Mann, Mitte 40, habe ich geschrieben. Ja. Linksträger mit strammen Biberklößen, sucht willige und angegraute Bauchspeckakrobatin, die mit ihren überflüssigen Pfunden auch mal den Speer schmieren kann. Und nebenbei auch mal ein Butterbrot, ne, für dich, dass die dir auch mal ein Brot macht. Du solltest sechsfach bespielbar sein und nicht erschrecken, wenn dir im Eifer des Bumsgefechts mal das gesamte Paket in die Futterluke rutscht. Auch bizarre Ballspiele sollten kein Tabuthema für dich sein, damit die Mama auch mit dir mal mit dem Ball spielen kann, ne? Damit die mit dem Ball spielt. Ja, guck mal, und da habe ich noch geschrieben, wichtig wäre, dass du immer ordentlich Sprudel in der Grotte hast und einen Faible für dampfende Heckladungen mitbringst. Zur Belohnung knete ich dir stundenlang die Melktöpfe und legiere deine Brille mit meiner Palmenrotzmischung. Deswegen sind wir froh, dass die alte Mama weg ist und jetzt hier schon bald eine neue kommt. Eine neue Mama wäre schön. Also, tschüss. Olli, ich habe wirklich gedacht, der arme Junge. Eine neue Mama, oder? Eine neue Mama. Nora ist richtig betroffen. Mir ist richtig schlecht. Ich will eine neue. Geh weg. Hau ab. Kann ich bitte, geh weg. Bitte die neue Mama. Oliver, bitte geh. Oliver. Okay. Fertig? Wir lachen ja eh nicht. Zu, den nehmen wir mit. Das kannst du nicht verstehen. Nee, das kann ich nicht verstehen. Olaf ist unser Kameramann und Olaf ist irgendwie ein witziger Typ. Und Olaf hat eine Macke, die mir mal aufgefallen ist, die er selber nie wusste. Olaf macht immer so. Wirklich? Ohne, dass er es merkt. Das ist so eine. Das kommt so aus ihm raus. Ne? Der sitzt im Flugzeug neben einem und macht so. Olaf, bitte. Lass dich nicht so von Karren spannen von denen. Olaf, echt, du bist ein Abenteuer für dich. Du bist ein lieber Kerl. Olaf, komm mal zu dir. Sehr gut, Olaf. Vielen Dank. Tut mir leid, Olli, das ist mein absoluter Endgegner, Olaf. Also ich weiß nicht, warum Klaas immer über mich lachen muss. Ich stehe da immer so da und er guckt mich immer an und dann, ja. Heide Witzka, Herr Kapitän. Ich bin Ulf. Herzlich willkommen zu TV Total. Heute mit den TV Total-Tipps. Dazu super lustige Fernsehausschnitte. Außerdem eine neue Folge Raab in Gefahr. Und hier ist Ihr König lustig, hier Stefan Raab. So. Ja, guten Abend. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu TV Total. So. Es wird wieder warm in Köln. Ist nicht hier. Ist wieder Christopher Street Day. Es wird sehr warm. Sehen Sie? Weil es sind sehr viele Schwule in der Stadt. So, jetzt machen wir erstmal was anderes. Jetzt kommt erstmal zu uns hier blamieren oder kassieren, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie bitte Elton. Wo sind deine Haare hin? Sie sieht ja so doof, ne? Ja, echt mal. Du siehst. Ist das witzig? So, ich finde das sehr witzig. Das war ziemlich schlecht. Alles klar, kein Problem. Ja, tschüss, Elton. Okay. So. Wollt ihr nicht einen Gag machen gerade? Als der Vorhang aufging, da muss doch ein Gag kommen, dann normalerweise. Ne, wir haben halt. Hör mal auf, hier so frech zu fragen. Der war wohl ein Gag. Sabine als Elton ist ja wohl ein Gag. Hauch mich mal an. Nee, ich hau dich jetzt mal nicht an. Okay, brauchst du auch nicht, merke ich gerade. Schon gut. Ach Gott, ey. Ja. Ich habe ein kleines, ganz kleines Mon Cherie, habe ich vielleicht gegessen. Ihr wisst, auf welchen Seite ich eigentlich stehe. Ja,
Dann sag auf welcher? Ja, aber wenn du das machst, ganz ehrlich. Wieso, was denn da? Ist doch. Hauch mich doch mal an. Ja, wir arbeiten mit Alkohol hier im Set. Oh, wir müssen jetzt, Leute, wir müssen jetzt nicht lachen. Oh mein Gott, warte. Oh. 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 Vaskulär zugeführt. Meine Güte, ja, die Laparotomie hat die Assistenz durchgeführt. Ja. Pankreatitis, schätze ich. Oh mein Gott. Aber wollen wir eine Biopsie machen? Negativ? Negativ. Also, guck dir das an, was da oben dran ist. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja. Boah, ich kann das gar nicht richtig. Oh. Willkommen! Bei der Show, in der Show, bei Eingriff. Udo! Oh Gott. Das war überraschend. Das war überraschend. Das hat doch funktioniert. Das sag ich doch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Udo. Hier, nimm die Karotte mal. Lügst du mich an? Nein, Vati. Willst du Opa mal was vorlesen? Na, sehen wir eindeutig. Kann mir einer den Schindel abmontieren, bitte? Sei mir nicht böse. Oh, du Ficker, Alter. Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau ab, bitte. Leute, ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an Ohren?